Tempest! Der Pathfinder ist zusammengebrochen! Bitte kommen! Der Pathfinder ist zurück. Ryder, wir sind zurück. Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Moment mal, das geht nicht! Das ist eine Relikttür! Sie brauchen Sam! Wir müssen zurück. Interfacing. Das scheint unglaublich schmerzhaft zu sein. Ihre Tapferkeit ist beeindruckend. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Sie bewegt sich. Ihre Vitalwerte spielen verrückt. Sind Sie sicher, dass Sie weitermachen wollen? Wir müssen zurück. Ich kann es schaffen. Zur Tempest, Beeilung! Versuchen Sie es jetzt mal! Pathfinder! Oh, bitte kommen! Okay, wir können unsere Waffe noch in die Hand nehmen. Ich hab ihn! Ich hab. Dann bleiben wir bestimmt nicht allein. Pathfinder! Die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert! Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat. Nicht schlagen! Benutzen. Pathfinder braucht medizinische Hilfe. Scheiße! Scheiße! Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Catschiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Angefangen mit Eos, das wäre ja noch harmlos. So an, als hätte er damit recht. Er will Gesamt-Andromeda vernichten. Da sind sie ja. Und wird sie dabei noch lachen. Sie müssen damit aufhören. Ich werde es versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht gehen wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Wir hätten noch die Relikte. Wir sind hilflos. Wir hätten noch die Relikte. Er hat Sam. Er hat Schiffe. Aber ich kann immer noch etwas tun. Er hat die Hyperion und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Kriegen wir ein neues Schiff oder fliegen wir mit den kompletten Meridian Island, nenne ich es mal? Sie, das ist einfach unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Damit können wir die Cat schlagen. Diese Hoffnung wird das können dazu wir bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Ein Sieg, kein letztes Gefecht. Wir werden kein Leben sinnlos opfern. Aber mit den Relikten können wir es schaffen. Richtig? Richtig. Wir werden die überlisten. Wir setzen alles ein, was wir haben. Wir machen ihn fertig mit ganz Helios. Ich halte jetzt keine Rede. Oder bitte sie, für mich zu sterben. Ich sage, wir rammen dem Archon die Relikte in den Hals. Und vielleicht haben wir so eine Chance. Wir alle, wir bieten den gesamten Cluster auf. Jeder in Helios hat es verdient, Rache zu nehmen.
Also bauen wir uns jetzt unsere Armee zusammen aus mehreren Leuten, um dieses Riesenschiff fliegen zu können, oder habe ich mich da gerade selbst überschlagen und nicht vernünftig aufgepasst? Nee, ich würde schon sagen, das ist richtig so. Aber wir beide sollten uns unterhalten. Kommen Sie auf die Brücke. Ich komme auf die Brücke, Cora. Kein Problem. Aufzug benutzen. Ich habe hier hinten alles im Griff. Das Board ist aktiv und stabil. Dann ist ja alles gut, Jill. Es muss auch alles aktiv sein und stabil. Zurück zur Brücke. Möchten Sie zu der Mission aufbrechen? Mission Bestätigung. Ach so. Das passt alles schon so, wie es ist. Können wir akzeptieren? Ich habe gesehen, was da draußen passiert ist. Das hoffe ich doch. Sonst hätte ich eine wirklich gute Ansprache vergeudet. Das meine ich nicht. Und das wissen Sie auch. Es bereitet Ihnen Schmerzen, die Relikte ohne Sam zu benutzen. Gewaltige Schmerzen. So schlimm ist es nicht. Es ist nichts. Nur ein bisschen Nasenbluten. Gil kann einen Luftbefeuchter auf der Brücke installieren. Dann hat sich die Sache. Lassen Sie das. Ich bin nicht blind. Es mag schon sein, dass Sie eine Flotte aufstellen können und einen Haufen Entdecker dazu bringen, sich einen Tag lang wie Soldaten zu verhalten. Aber eines weiß ich. Wir würden es nicht verkraften, noch einen Pathfinder begraben zu müssen. Ich bin auch besorgt. Ich hoffe, dazu wird es nicht kommen. Ryder, viel Glück. Danke. Das wünsche ich uns allen. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Diese Waffe, sie hat Leben erschaffen. Und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial. Und kann es sogar nutzen. Durch dich. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Meridian. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie's. Mein Bruder wird sie aufhalten. Das werden wir bald wissen, denn dein Pathfinder ist bereits hier. Trotz weiterhin seinen Einschränkungen. Beeindruckend. Wir werden sie aufhalten, Archon. Eigentlich weiß er ja gar nicht, dass Sarah es gut geht. Welch eine Verschwendung. Er will alle dem Aufstieg unterziehen. Wenn sich Helios nicht beugt, zerstört er ganze Planeten. Ja, und du beweist, dass ich es kann. Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Ich brauche dich nicht mehr, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir befassen. Das klingt nach einem Fight mit den Archon. Wir haben hunderte Schiffe bei uns. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen Deckung. Bleib beim Relikt. Hunderte Relikt-Tech-Schiffe. Es ist, als müsste man Aya ausweichen. Wir stecken in der Klemme, Ryder. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Geißel oder die Cat? Die Geißel und die Cat. Kello, wie nah können Sie an der Geißel vorbeifliegen? Zu nah? Warum? Können die Geißel als Waffe benutzen. Die Lösung ist überall um uns herum. Mir ist klar geworden, dass die Relikte unsere Chance auf einen Sieg anziehen. Egal, bringen Sie uns einfach nah ran und vertrauen Sie mir. Wir nutzen die Geißel zu unserem Vorteil. Ja.
Ich war noch nie so froh, dieses Ding zu sehen. Rufen Sie die Imperium. Sind Sie etwa wütend? Ihre Show hat jetzt ein Ende. Ihre Flotte ist beschäftigt, Archon. Und mit der Hyperion entkommen Sie mir nicht. Das war's. Die Sache ist gelaufen. Nun denn, du lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder brauche ich keinen Mandat. Ich habe deines. Du hast es deutlich schwerer gemacht, auch mein Lager. Aber nicht mir. Er wird meiner Schwester nichts antun. Vorher werden wir ihn auslöschen. Suvi, was ist das? Ein Wunder? Sorry, Gravitationsumkehr. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in 5, 4, 3. Nomad ist gelandet. Heilig. Hallo, Ablenkung. Ihre Navigationssysteme sind ausgefallen. Deshalb haben wir sie verloren. Wie es aussieht, fliegt sie nur noch mit Steuertriebwerken. Der Archon, ich glaube, wir sind auf Meridian gelandet. Wir werden die Hyperion beschützen. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die oh Gott. Doch für alle, oder? Außer natürlich, Sie wollen keine Hilfe von Kadera. Wir halten die Kette auf. Schnappen Sie sich Meridian. Alter, okay, sind das viele Schiffe gewesen? So viel zum Thema kleine Ablenkung. Boosten. Pathfinder? Er hat sie entführt. Captain Tan? Der Kern leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, aber Sam ist verstummt. Ich glaube, der Archon. Scheiße, ich weiß nicht, was er getan hat. Aber er hat Sarah. Wozu auch immer Meridian fähig ist. Was sind das für seltsame? Versucht, unter seine Kontrolle zu bringen. Konzentrieren Sie sich einfach aufs Fliegen. Plattform ich hier. Schon finden. Boah, da oben diese Viecher. Das sieht krass aus. Die sehen wirklich krass aus. Alien-Tintenfische oder was soll das sein? Hammer. Da ist was abgestürzt. Jo. Keine Überlebenden. Boosten. Das hat sich nicht gut angehört, Ryder. Wir müssen weiter. Na los! Also müssen wir alles weiterfahren. Ich dachte, es gibt vielleicht unterwegs etwas zum Erkunden. Das ist nicht die Hyperion. Die was ist das? Um den Archon zu beschützen. Mischen Sie sich unter sie. Ran an den Feind. Er hat recht. Wenn Sie zwischen Ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf den Feuer. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. Ich dachte, da oben wäre sowas wie Vorräte. Weg hier, komm schon. Achtung, Sie kommen in einen Trümmerregen. Sie sollten besser den Kopf einziehen. Okay, ich gehe in Deckung. Einige Bauwerke, Pathfinder und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Thank you.
Oh Gott. Nomad ist hinüber. Yep. Dann bekämpfen wir sie von Angesicht zu Angesicht. Der Schon wird Meridian nicht kriegen. Punkt. Der Archon muss schon drin sein. Er wird Sarah benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Dürfen wir nicht. Schade aber auch. Erledigt. Oh, hier gammeln überall noch welche von den Wichsern. Da hinten steht irgendetwas, was mich nicht sieht. Ein Gesäbelter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die respawnen. Oder nicht. Waffe wechseln. Erledigt. Aber da kommt noch mehr Besuch. Ah, wir haben auch Leute. Oder was war das gerade? Es sah mir eben aus, als hätten wir Verstärkung, als wäre jemand hier gewesen, der uns hilft im Kampf. Entweder habe ich denjenigen aus dem Auge verloren. Okay, wir sammeln Punkte. Achtung, Pathfinder, das große Catschiff kommt zurück. Das große Catschiff? Wir müssen in Bewegung bleiben. Müssen wir das? Ich glaube, es dreht ab. Sagen, ich sehe noch niemanden. Aber das hat sich ja jetzt wohl auch erledigt. Feuer! Okay, wir haben wirklich Verstärkung. Einige meiner Leute sind nachgekommen. Nachgejoint, sage ich mal.